Herzlich willkommen bei der Teachers Academy. Schon zu gewohnter Zeit, immer nach dem Mittag, 14 Uhr, wollen wir Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen, Mitarbeiter in Einrichtungen der Jugendhilfe mitnehmen, zu verschiedensten Themen ein Stück Fortbildung organisieren und mit Ihnen gemeinsam auch die schöne digitale Welt des Lernens entdecken. Wir hatten in der letzten Woche einen Stream. Ich habe mein Handy natürlich nicht abgeschaltet, super. Wir hatten in der letzten Woche schon einen Stream, da ging es darum, könnt ihr uns sagen, was sind die richtigen Apps zum Thema Lernen? Und damit haben wir angefangen und haben schon eine ganze Menge gezeigt. Und es kamen viele Fragen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und auf Basis dieser Fragen haben wir heute etwas Neues vorbereitet, haben wieder in den Stores gekramt und haben zu sehr lustigen Themen, wie ich finde, ist ja auch Wochenanfang für uns zumindest, ein paar wunderbare Apps herausgesucht, die wir uns jetzt zusammen anschauen sollen. Zusammen heißt, ich sitze wieder allein im Studio, wie immer, aber ich habe zwei Expertinnen/Experten hinzugeschaltet. Ich schaue mal rüber auf meine Kamera und winke mal. Hallo Stefan, hallo Christiane. Na, ihr zwei, wie geht's euch so? Hallo, Thomas. Ja, wie geht's euch so, Christiane, nach 5 Wochen Pandemie? Ja, ich bin froh, dass du mal ein paar neue Apps vorstellst, damit ich endlich weiß, wie ich mich beschäftige am Abend zu Hause in der Ausgangssperre. In der Ausgangssperre, ja, die ist ja keine echte Ausgangssperre, aber natürlich soll man ein bisschen Abstand halten. Und also du meinst, heute gibt es auch ein paar Apps für dich so zum Spaß haben. Ja, ich hoffe, ich kann noch Klavier spielen lernen heute. Oha. Also ich habe großen Respekt selber vor der Sendung. Ich habe mich zwar vorbereitet, aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber ich habe ja euch mit dabei. Stefan, wie sieht's bei dir aus? Ja, alles gut soweit. Ich hoffe auch, ich kriege eine kleine Mathe nach Schulung heute. Mathe? Bin ganz gespannt schon. Ich bin mal gespannt. Ihr könnt mir natürlich helfen, bitte, ja, weil es gibt so ein paar knifflige Sachen. Und ich würde aber anfangen mit einer meiner Lieblings-Apps, die ich hier schon aufgemacht habe. Das ist mein Whiteboard. Die habe ich hier direkt schon mal geöffnet, weil da kann ich jetzt ein bisschen mal notieren mit meinem wunderbaren Stift, was heute so der Plan ist, was wir miteinander machen wollen. Ich habe als erstes etwas vorbereitet. Da geht es tatsächlich um das Thema Sprachen. Wurde sehr viel gefragt. Ich habe diesmal so ganz einfache Dinge wirklich rausgesucht. Also wirklich die einfach nur Spaß machen, die auch nicht so kompliziert sind. Wir haben dann das wunderschöne Thema Musik. Christiane hatte ja schon gefragt, sie meint, sie könnte heute bei mir Klavier lernen. Ich kann nicht Klavier spielen, aber ich habe eine App gefunden, die zumindest im Kinderzimmer viel Spaß macht. Inwiefern das Homeoffice damit unterstützt wird, möchte ich nicht sagen, aber vielleicht helfen ja Kopfhörer. Dann hat sich Stefan schon als Mathematik-Spezialist geoutet. Also wir wollen etwas mit Mathe machen. Was mich sehr interessiert, da hoffe ich auf eure Weltenbummler-Fähigkeiten. Ja, von beiden weiß ich ja, ihr reist gerne und seid auch gerne mal in der Welt unterwegs, auch in Gegenden, so wie Christiane, wo ich also noch nie war. Ich glaube, du warst zum Schluss in Israel, stimmt das? Ja, bitte? Israel ist schon eine Weile her, als letztes war ich in Georgien. In Georgien. Ah, dann werden wir uns also mal mit Geografie beschäftigen. Da brauche ich dringend Hilfe. Das habe ich in meiner Vorbereitung gemerkt. Also ich hatte wirkliche Probleme, aber ich hatte Helfer. Aber wir wollen uns mit Geografie beschäftigen. Und ganz zum Schluss gucken wir mal, was uns noch an lustigen Apps, das lasse ich mal offen, einfällt. Ich würde dann als nächstes eine wichtige Sache machen. Ich würde kurz vor Mathe mal so einen Strich ziehen. Und da machen wir eine Pause. Da habe ich für euch ein Rätsel vorbereitet. Ja, ihr müsst auch ein bisschen was tun. Weil Pausen sind auch bei Videokonferenzen extrem wichtig. Und ich habe heute ein ganz kleines Spiel für Sie, für die Zuschauer mitgebracht, wie man ein bisschen so ein Gefühl bekommt, was man denn in so Pausen machen kann. Ja, ganz am Anfang, bevor wir jetzt richtig anfangen, wurde ich beim letzten Mal gefragt, sag mal, was kann man denn mit Office auch noch Lustiges machen? Also es stand ganz
am Anfang nochmal die Frage von Office. Vor allem Christiane hat mich auch gefragt, was kann man denn da so alles Interessantes vielleicht mit den Office-Programmen machen? Und damit können wir gerne anfangen und würde gern eine Sache zeigen. Die kann ich aber hier auf dem Computer zeigen, auf dem ich gerade nicht gemalt habe. Ich teile mal meinen Bildschirm, damit ihr auch was davon habt, ja? Ihr sagt, wenn ihr was seht. Ja, ich kann den Bildschirm sehen. Sehr schön. Ich starte mal Word, ja? Okay. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Funktion, die ich tatsächlich selbst sehr gerne auch schon benutze und auch ziemlich häufig benutze. Und die würde ich gern Christiane noch mal zeigen, weil sie mich ganz oft fragt, Thomas, deine Schrift, das konnte man eben auch schon sehen, die ist so schlecht. Wie können wir denn am Ende noch wissen, was du mal so gesagt hast oder was vielleicht auch als nächstes zu tun ist? Und dafür habe ich diese wunderbare Diktierfunktion in Word. Ja? Passt mal auf, ich fange mal an. Unser heutiges Programm. Wir beginnen und zeigen einige schöne Dinge in Office. Danach beschäftigen wir uns mit Sprachen und mit Musik. Und zum Schluss kommt natürlich die Mathematik, die Geografie und wenn wir richtig Spaß haben wollen, dann gibt es auch noch das eine oder andere Rätsel. Ich finde das absolut abgefahren, wie gut das mittlerweile funktioniert. Also wie gut man diktieren kann. Man muss sich ein bisschen an die Sprache gewöhnen. Man sollte seinen Dialekt ein klein wenig im Griff behalten. Das fällt mir nicht ganz leicht. Einige Endungen sind doch sehr weich. Da merkt man dann doch, dass das Thüringisch durchkommt. Aber ich bin wirklich begeistert, wie gut man das machen kann. Und ich schreibe tatsächlich viele kleine Aufsätze oder auch wenn ich für meinen Blog schreibe, nutze ich schon die Diktierfunktion. Das wollte ich euch vielleicht mal als eine erste Anwendung zeigen. Und ich würde euch, wenn ihr noch Lust habt, Christiane hat mich auch gefragt, ob ich vielleicht auch im PowerPoint mal was zeigen kann. Weil sie hatte eine Präsentation zu der letzten Urlaubsreise vorbereitet. Welche Sprache hättest du denn gerne? Wie Sprache? Verstehe ich die Frage? Verstehe ich leider nicht. Ich würde gerne dir eine Präsentation zeigen in der Sprache deiner Wahl. In der Sprache? Na, probieren wir es mal mit Russisch. Russisch? Mhm. Okay, warte. Ich mache jetzt Folgendes. Ich muss den Browser noch einmal öffnen. Kleinen Moment. Das geht nicht schnell genug. Warum auch immer. Müssen wir ein Momentchen warten. Ich wollte mir schnell noch ein Bild suchen. Da gibt es jetzt noch einige Vorbereitungsarbeiten. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber der ist ganz neu, der Browser. Das passiert, wenn man also quasi ein Update gerade erhalten hat, was wohl hier der Fall war. Dann werden erstmal kurz ein paar Einstellungen geladen. Das brauche ich alles nicht. Das weiß ich alles, wie es geht. Ich gehe hier einfach mal auf Wikipedia. Was wolltest du? Russland, ja? Wenn ich mich nicht verschreibe, schaffe ich das auch. Wikipedia, Moskau. Prima. Ich gehe deshalb auf Wikipedia, weil ich mir gerne ein Bild schnell für meine Präsentation suchen wollte. Und bei Wikipedia kann ich, wenn ich die Zitierungen richtig mache, dann kann ich vielleicht auch ein Bild benutzen. Das war unser kleiner pädagogischer Hinweis. Welches soll ich nehmen? Ach komm, wir lassen es hier das nehmen. Oh ja, genau, das untere. Das sind mehrere. Was kann man denn nur alles machen? Ich nehme die jetzt einfach alle. Kopieren. Setze die hier drüben ein. Okay, dann muss ich mir noch die Quelle schnell auch noch suchen. Die setze ich jetzt auch schnell noch daneben. Also ich habe jetzt mal diese Bilder genommen. Ne? Dann gehe ich hier wieder rüber zu Wikipedia. Unsere Online-Verbindung hier im Studio ist heute nicht die allerschnellste. Okay.
Und dann nehme ich mir jetzt einfach mal der Einfachheit halber schnell die Quelle. Das ist noch nicht ganz richtig, das kann man noch besser machen. Aber ich wollte ja was anderes zeigen. Wir machen ja heute nicht das Urheberrecht. Aber wenigstens habe ich die Quelle sauber aufgenommen, damit hier keiner am Ende meckert, wo kommt denn das Bild her. So, Christiane, in welcher Sprache soll ich dir denn was zu Moskau erzählen? Zu Russisch, naja, Russisch hat es. Russisch wäre schön, ja. In Russisch soll ich dir das erzählen. Wobei ich es wahrscheinlich gar nicht prüfen kann, ob das stimmt, was du da erzählst, weil mein Russisch ist gar nicht so gut. Aha. Aber fangen wir mal an. Ja. Ja. Ich suche die Untertitel. Und soll ich euch was sagen? Ich bin schlecht vorbereitet. Die Untertitelfunktion ist nicht zu sehen. Und jetzt müsste ich also Folgendes machen. Jetzt kann ich nur eins machen, um das ganze Problem zu lösen. Ich kann also auf Russisch anfangen und dir eine wunderbare Präsentation halten. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Das zweite Mal, dass mir was in der Applikation fehlt. Ich starte mal PowerPoint, dann kann ich nur sagen, Dobro bajalo vach v Moskwie, glaube ich. Oha, das ist schon falsch, ne? Ja, ich sehe es schon. Und dann habe ich vorhin gelernt von meiner Übersetzungsmaschine, die ich dir so gerne gezeigt hätte. Fnashem gorodjem norgod doster premechatjenosti. Oh ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und weißt du noch, wie das Gebäude heißt? Kreml. Ja, das ist ein Teil vom Kreml. Aber was ist das? Das ist der Baschnia. Ja, also ein Turm. Aber was für ein Turm? Der rote Turm? Nein, das ist der Spassky-Turm. Ah, Spassky. Der Spassky-Turm, genau. Also ich merke schon mit unseren Tools hier, eigentlich gibt es diese wunderbare Übersetzungsfunktion, die kann ich jetzt nicht zeigen. Aber wir haben uns ja geholfen zusammen. Stefan, hättest du noch eine Sprache, wo du mir helfen kannst? Nein. Nein, okay, gut. Dann gehen wir aber ganz schnell weiter. Das muss ich jetzt nicht speichern. Also in Office steckt eine ganze Menge mehr als einfach nur das, was wir eben uns angeschaut haben. Unter anderem das Diktieren haben wir uns angeschaut diesmal. Und wir haben gesehen, dass man wunderbare Präsentationen normalerweise auch in mehreren Sprachen untertiteln kann. Das holen wir nach, Christiane. Ja? Okay. Okay, kein Problem. So, aber dann gehen wir weiter. Ihr hattet ja unser Programm gesehen. Ich bitte die Regie mal hier. Da muss ich den Bildschirm wieder zurückstellen. Ich bitte die Regie mal auf das kleine Surface Go hier zu klicken, weil das hatte ich vorbereitet. Wollen wir mit Sprachen anfangen? Ja, gern. Okay. Ich habe da eine tolle App gefunden. Die heißt Duolingo. Ich starte die mal. Ich habe mich für den Grundkurs entschieden. Und das sind wirklich sehr, sehr einfache Lektionen, die ich hier habe. Ich würde mal einfach anfangen. Und was? She is a woman. Genau, hier steht jetzt, she is a woman. Und ich soll das übersetzen. Ich mache das nochmal. She is a woman. She is a woman. Könnt ihr mir helfen, was das auf Deutsch heißt? Also Christiane ist wesentlich sprachbegabter als ich. Aber das schaffst du auch. She is a woman. Nee, das schaffe ich nicht. Christiane? Los. Sie ist eine Frau. Also, das muss ich jetzt hier hochschieben. Sie ist eine Frau. Soll ich mal prüfen? Yeah! Haben wir geschafft. Pass auf, das nächste. Komm, das schaffen wir. I am a man and she is a woman. I am a man and she is a woman. Okay, hier habe ich Worte wie Apfel. Soll ich das mal verwenden? Apfel. Oh, also es ist kein Apfel. Da ist der Satz schon weg. Oh, jetzt kriege ich schlechte, jetzt habe ich ein Herzchen verloren. He is a man and I'm a boy. Los, Christiane, hilf mir mal. She's a man and I'm a boy. He's a man. Er ist ein Mann, ich bin ein Junge. Er ist Esse. Ah, nein, Esse muss weg. Er ist, wo ist denn ein? Ach, hier, ein Mann and I'm a boy. Und, richtig, ich bin oh, und ich bin
Er ist ein Mann und ich bin, aber einen habe ich gar nicht. Aha, überprüfen. Ich bin ein Junge, aber ich hatte gar nicht zweimal einen. Aha, aber jetzt bin ich ein bisschen... A woman and a man eat an apple. Okay, das ist das mit dem Apfel. Los. A woman and a man eat an apple. Ein Apfel. Christiane, hilf mir. Ein Junge und ein Mann essen Apfel? Ich weiß nicht, essen sie an einem Apfel oder an... A woman and a man eat an apple. Das ist auch sehr lustig. Ob jetzt... Ich muss mich mal hier auf stumm stellen. Hier kommen meine Benachrichtigungen rein. Weg damit. So, jetzt kann ich wieder weitermachen. Woman, also eine habe ich, Frau habe ich und ein Mann essen einen Apfel. Das ist lustig, das ist ein bisschen zweideutig. Ne? Essen die nun einen Apfel oder essen sie jeder einen Apfel? Da hast du recht, das ist eigentlich total witzig, wenn man solche Sachen entwickelt. Wir haben ja auch die Schlaumäuse entwickelt, da geht es auch sehr viel um Sprache. Das ist gar nicht so einfach, die richtigen Sätze auch zu finden, damit solche Zweideutigkeiten nicht auftauchen. Ich gehe mal überprüfen. Yeah, richtig, haben wir geschafft. Eins noch. Weiter. Oh, jetzt muss ich die richtige Übersetzung wählen. Iss einen Apfel. Da steht eat one cake, eat one apple, eat one lunch. Das schaffe ich. Apple weiß ich. Da bin ich total zack. Das hätte auch Stefan gewusst. Ja. Mit Äpfeln kennt er sich aus. Ja. He is a man. Oh, he is a man. Yeah, he is a man. Ist er jetzt ein Mann? Ist ein Mann. Mhm. Also ist er, nein, das ist ja anders geschrieben. Okay, zum Glück. Er ist ein Mann. Keine Zweideutigkeiten. Was haben wir noch? Wähle alle richtigen Übersetzungen. Er ist ein Junge. He is a girl. He is a boy. He is a... Oh, er ist ein Junge. Schaffe ich? Und so geht das dann immer weiter. Ich wollte eigentlich einmal zum Ergebnis kommen. Sie ist eine Frau. Das schaffe ich auch. Ihr seht das jetzt nicht alles, ne? Ich gehe einfach weiter. Ich bin ein Junge und ich esse einen Apfel. Das mit dem Apfel, das ist schön einfach. So machen das Schüler übrigens auch. Die lesen oft die Sätze ja gar nicht und die lesen auch ganz oft gar nicht, was da wirklich in der Aufgabe steht. Die sehen nur Apfel und es kommt nur einmal Apfel vor und schon war ich erfolgreich. Das ist dann die Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer, immer das Richtige auch zu finden. Juhu! Du hast einen eintägigen Streak. Oh, wow. Ich habe mein Ziel erreicht für heute. Ich habe Pause. Tschüss. Tschüss. Also, ehrlich gesagt, ich finde Duolingo total witzig. Habe da sehr viel Spaß damit gehabt. Und man kann auf sehr einfache Art und Weise Sprache entdecken. Und ist vielleicht was für Kinder so im Alter von 10 Jahren. Ja? Mhm. Machen wir weiter. Musik. Wieder Christianes Domäne. Oh ja, gern. Warte, jetzt muss ich erst mal kurz gucken, wie das heißt, dieses wunderbare Teil. Das habe ich mir hier alles wunderbar vorbereitet. Achtung, Regie, Achtung, ja, jetzt wird's ganz, ganz schräg. Achtung. Ihr könntet mal Beifall klatschen, oder? Also das habe ich jetzt richtig schön gemacht. Danke. Pass mal auf, Achtung, jetzt hier. Ja? Wir Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ganz, ganz super. Also das ist eine wunderbare kleine App, Kids Piano. Mit der kann man das Klavier entdecken. Man kann hier ganz ans Ende gehen. Schön, oder? Merkt ihr was? Und man kann auch auf die andere Seite gehen, ganz ans Ende. Schön, oder? Immer eine schöne Tonleiter, wunderbar. Aber das echte Killer-Feature ist nicht nur das Klavier zu entdecken. Und ich bitte euch jetzt wirklich mit den Ohren, ja,
Und ich spiele es auch nicht gut, aber ich starte mal, ja. Man kann nämlich einen Song einstellen, den man dann quasi nachspielen soll, indem man so lustige Figuren, die von oben runtergeflogen kommen, immer raufklickt. Die Kamera kann mich auch kurz zeigen, aber ehrlich gesagt, ich finde das total schräg. Achtung, das ist der Horror fürs Kinderzimmer. Ich hab's schon nicht geschafft. Zu langsam. Wahnsinn. Nein, nein, stopp. Okay, das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Lied. Ich glaube, ich hatte noch lustigere. Sollen wir wieder klatschen, Thomas? Nein. Diesmal bitte, bitte nicht. Wie ich sehe, kann man hier auch noch andere lustige... Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ich habe umgestellt auf Hunde. Ich könnte auch, das waren Katzen, auch umstellen auf Hunde. Achtung! Wuff, 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 wuff. Was haben wir denn noch? Trompete könnte ich noch machen. Achtung! Okay, damit können nun Kinder tatsächlich auch was lernen, das stimmt schon. Man kann hier verschiedene Lieder auswählen. Jetzt geht's gleich los, jetzt kommen die Figuren wieder runtergeflogen. Und dann kann ich mitspielen. Ich stoppe das wieder. Das macht mich wirklich sehr... Ach, hier sind ja die schönen Dinger. Warte mal, ich wollte noch mal was anderes auswählen. Das vielleicht mal. Toll, oder? Das habe ich geschafft. Das machen wir die nächste Stunde. Das ist genau meine Geschwindigkeit. Ist auf jeden Fall die lustigste Sendung. Du wolltest Musik, ne? Ich werde wahnsinnig. Also da können die Kinder wirklich total viel Spaß haben. Man muss natürlich die Tasten an der richtigen Stelle treffen und auch zur richtigen Situation. Kids Piano, musikalische Früherziehung. Ich weiß nicht, ob man wirklich damit Klavier spielen lernt. Ich glaube es nicht so richtig, aber man hat extrem viel Spaß. Und wenn die Kinder Kopfhörer aufhaben, was ich wirklich empfehle, können sie dann Hundeklavier, Katzenklavier und ich weiß nicht, was alles spielen. Also macht mir viel Spaß. Okay, was kommt jetzt? Ich habe noch ein Thema Musik. Ich bitte euch auch da um absolutes Verständnis. Der Anfang ist spannend. Passt auf. Ich fange mit dem Anfang an. Ihr werdet auch gleich sehen, um was es sich handelt. Achtung. Dauert ein Momentchen. Jetzt geht's los. Ich nehme nur die kostenlose Version. Das empfehle ich sowieso immer, erstmal das kostenlose zu probieren, um überhaupt erstmal ein Gefühl zu bekommen. Na, Stefan? Die alten Besucher auf dem Mittelaltermarkt werden wieder wach, ne? Ja, wundervoll. Um welches Instrument wird es sich wohl handeln? Um einen Soundprozessor? Ja, um einen Soundprozessor. Pass auf, hier geht es um die Blockflöte. Und ich soll Caribbean B mit der Blockflöte nachspielen. Dazu kommen mir so kleine Figuren angeflogen. Noch nicht. Jetzt geht's gleich los. Wie findet ihr mein Flötenspiel? Das halten meine Ohren nur begrenzt aus, muss ich sagen. Warte, ist gleich Schluss.
Liebe Eltern, schaut euch das an. Das ist Flöte. Flötenspielen lernen. Ich habe 538 Punkte gesammelt. Das sind immerhin 70% richtig. Es entzieht sich ein bisschen meiner Kenntnis, wie man damit wirklich Flöte lernt. Ich weiß aber, in dem Spiel kann man später mit einer echten Blockflöte mitspielen quasi. Spätestens dann empfehle ich, die Kinderzimmertür zu schließen, weil es ist echt schräg, aber es ist ganz liebevoll gemacht. Es ist ganz lustig von der Grafik her. Das war mein, sage ich mal, nächstes Spiel zum Thema Musik. Braucht ihr noch mehr Musik? Ich nicht. Also, tatsächlich kann man drüber lächeln an manch einer Stelle. Andererseits, viele Kinder sind jetzt genauso, wie das Christian am Anfang gesagt hat, vor der Herausforderung, ein bisschen sinnvolle Dinge zu machen. Und warum nicht eine dieser wunderbaren Apps, die man jetzt nur exemplarisch benutzen, um sich ein bisschen mit Musik zu beschäftigen, Kopfhörer auf, geht das eigentlich ganz gut. Und vielleicht hat man dann zum Abend auch ein ganz schönes Ständchen, was man vorführt. Okay, wir sind angekommen schon bei der ersten Pause. Jetzt seid ihr dran. Ja, Stefan, pass auf. Pass auf. Frage. Kamera, bitte einmal die Frage. Ja, Frage. Für euch auch? Frage. Ich zeige euch ein paar Icons, also ein paar Emojicons, ja? Und ihr sagt mir, welcher Musiktitel es ist. Okay? Pass auf. Ihr könnt doch mitschreiben. Ice Cream. Vanilleeis. Eis, Baby. Hey, wow, Christian, wie hast du das geschafft? Super. Das Baby. Hier. Eis, Baby, sehr gut. Ja. Also, Eis, Baby, das ist eine wunderbare Aufmunterung zur Pause. Ich hatte ja angekündigt, für die Lehrpersonen einfach Pausen zu machen. Man kann nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm starren. Und das ist eigentlich sehr lustig. Man kann ganze Geschichten machen. Vorhin hatten wir den R-König komplett. Ich kann das auch noch mal zeigen, wenn mir die Kamera hilft. Wir haben den R-König komplett als Geschichte. Okay. Der R-König, da oben ist die Erle. Und dann geht's weiter. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Das ist der Vater mit seinem Kind. Also den gesamten R-König haben wir für euch auch hier. Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ja, könnt ihr das sehen? Ja. Ganz ja. Großartig. Und das sind wunderbare Pausenfüller, mit denen man sich ein bisschen auch locker macht, vielleicht nochmal die Schultern bewegt und nicht die ganze Zeit nur auf dem Bildschirm starrt. Und deshalb habe ich jetzt für Stefan, Christiane war eben schon so schnell, noch ein ganz tolles Lied herausgesucht. Ja? Es kommt erst wieder das Fragezeichen. Achtung, Frage. Mhm. Achtung, es hat nur zwei Elemente. Ich kann das eine nicht sehen. Warte, welches kannst du nicht sehen? Das? Das ist das erste? Aha. Warte mal, ich muss mal hier meine Bildschirmsache umstellen. Das ist kein Problem. Das ist ganz schön mit den Hintergründen. Stefan benutzt das ja auch. Aber genau, wenn man was in die Kamera zeigen will, funktioniert das eben nicht so gut. Und jetzt kannst du es... Eigentlich habe ich den gerade abgeschaltet. Nee, das hat nicht funktioniert. Also machen wir nochmal. Man kann das ja ganz leicht abschalten. Hintergrundeffekte anzeigen. Und ich hatte aber hier raufgeklickt und hatte vergessen zu übernehmen. Entschuldigung. Das passiert. Und jetzt bin ich wieder im Greenscreen zu sehen, aber jetzt kann ich dir die Karte zeigen. Das ist die erste Karte. Mhm. Hast du? Mhm. Mhm. Das ist die zweite Karte. Hm. Ja, was ist, fällt mir nichts ein. Was ist denn die Karte, Christiane? Helf mal. Also Mond, Stadt, Licht. Nacht. Das ist die Nacht. Klar, das ist die Nacht. Okay, und hier? Durch die Nacht. Ah. Und Stefan? Weiß ich nicht. Thomas, du hältst übrigens das eine Bild falsch rum. Vielleicht. Welches? Deshalb konnte Stefan nicht erkennen. Deshalb konnte ich es nicht erkennen. Ja, das kannst du jetzt erkennen, die junge Frau, die das singt. Durch die Nacht.
Ach Gott, Schlager ist das. Ja, ja. Nee, da bin ich wirklich, also auf dem Ohr bin ich taub. Auf dem Ohr bist du taub. Atemlos ja. Durch die Nacht, also ein lustiges Spiel für zwischendurch. Das ist nicht besonders pädagogisch, aber das hilft uns, ein bisschen lockerer zu werden und weiterzumachen. Jetzt wird's hart, jetzt kommt Mathe, ja? Wollen wir? Da habe ich auch was rausgesucht. Ich fand die App vom Aussehen her, ja, mal gucken, ob das die richtige ist. Die heißt Kopfrechnen Mathe. Fand ich die so ein bisschen langweilig zuerst. Habe gedacht, ach naja, so Kopfrechnen Mathe. Dann habe ich die gestartet. Und jetzt könnt ihr mir gleich helfen. Ich habe noch 178 Sekunden. Was ist 11 mal 40? 44. 11 mal 40. 440. Danke. Nächste Frage. 125 durch 5. 25. Danke. 51. Nein. Nächste Frage. 32 minus 11. 21. 20. Zack. 51 durch 3. 17. Na, Stefan holt auf. Super. 35 mal 13. Boah. So, wie ist der Rechenweg? Also komm, 35 mal 10 ist 350. 3 mal 35 schaffen wir auch. 30, 30, 30, 90, 90, 105, 100. 100? Okay. 240. Nee, 400. 350 plus 105. Das sind... 455. Habe ich eingetragen. Wir müssen Gas geben. 35 mal 13. Ach, das hatten wir schon. Nächste Aufgabe. 315 durch 15. 315 durch 15 sind... 21. Ich locke ein, wenn das Christiane sagt. 21. 140 durch 14. 10. Das war total einfach, ne? Sieht man einfach so komisch auf. 6 plus 12. 18. Yep. 42 durch 8. Los. 6. Wow, Stefan. Nein. 117 durch 13. 117 durch 13. Ich brauche einen Rechner. Nein, das ist Kopfrechnen, nicht den Taschenrechner so. Benutzen. Los, wir haben noch 58. 117 durch 13. Na, 10,x. Ist das super? 117 durch 13. Das ist nicht also, lösbar, oder? Als 90. Was, durch was ist 90 teilbar? Und die 27 dazu. Da könnte man sich dem Ganzen nähern. In die 27 passt 3 mal die 9, sag ich. Und ich sag, das ist 9. 336 durch 16. Das wird ja immer besser. 336 durch 16. Wie rechnet man? Rechenvorteile nutzen. So, da hast du mich jetzt hier wirklich auf einem falschen Fuß erwischt. Ihr wolltest Mathe. Du wolltest Mathe. 336 durch 16. Regie, wie sieht's aus? Hast du es raus? Nein. Ey, ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Okay, Kinder, soll ich euch was sagen? Also, wir sind durch. Wir haben 9-mal richtig und nur 1-mal falsch. Das ist schon mal ganz schön. Wollen wir noch eine Runde Kopfrechnen machen? Wollen wir nicht mit dem kleinen 1x1 einfangen? Warte, ich gucke. Ich gucke, ob es was Einfaches gibt. Malaufgaben, ja? Ich Wollt ihr? Okay, das ist einfach. 10 mal 34. 240. 44 mal 15. Das sind 440 plus 220 sind 660, sag ich. 28 mal 23. Los, 20 mal 28 plus 3 mal 28. Vorteil nutzen. Also, 280 plus 280 sind? 560. Okay, plus 3 mal 28. Das ist 3 mal 30 minus 6. 54. Und zusammen? Habe ich die erste Zahl schon wieder vergessen. 560 plus 54.
Sind 614. Lock ich ein, nicht vertippen. Okay, lock ich ein. Nächste. 40 mal 20. 80. Mal 20. 40 mal 20? Ja. Ach so. Das muss ein bisschen höher sein. 40 800. Kisten Bier. Danke. Das durfte ich nicht machen. Nein, das war jetzt nicht für Kinder. Also bitte, nee, es ging nicht um Bier. 42 mal 7. 42 mal 7 ist ja 280, 14. 294. Stefan wird besser. Christian ist schon ausgeschieden. 43 mal 31. Hey, hey, hey. Wir haben schon was Falsches. Ach, hier wird mir richtig angezeigt. Das ist ja doof. Das war die letzte Aufgabe. 43 mal 31. +430 +430 1333. Bitte? 1333. Das mit den Rechenvorteilen habt ihr nicht so richtig drin, ne? 36 mal 6. Sind 180. 180 plus 36. 216. Yep, gut, da hat er jetzt den Rechenvorteil angewendet, habe ich gemerkt, ich vertippe mich natürlich. Ist richtig. Dann haben wir noch 47 mal 24. Ist das Letzte. Mehr, dann quäle ich euch nicht mehr. 1128. 1128. Hast du da einen Rechner liegen? Ich ja, das ist gemogelt. Okay, also, das wollte ich zeigen. Die App sieht total einfach aus. Sie sieht fast schon so ein bisschen reduziert, würde ich fast sagen. Aber ich finde sie total sinnvoll. Ich hatte am Anfang Riesenprobleme, die richtigen Lösungen in der Geschwindigkeit auch zu finden und habe dann festgestellt, es gibt doch eine ganze Menge an Sachen, die alle so wiederkommen, wie der Rechenvorteil, wie das Zerlegen in Zehner und in Einer und dann wieder zusammenfassen. Das haben wir irgendwie ganz verliert, weil wir alle, wie Stefan, so ein ganz tolles Gerät vor sich legen haben, wo wir Tasten drücken. Und dann geht's voran, wenn man allerdings an einer anderen Stelle vielleicht mal irgendwo steht und Spargel einkaufen muss und Mama weiß nicht, wie das geht mit den 2 Kilos, dann kann man hier sich melden und sagen, guck mal, das geht ganz einfach so und so, die 11 Euro und das noch dazu und dann passt das auch. Ist an vielen Stellen sehr, sehr hilfreich, nicht immer gleich den Taschenrechner rausholen. Ich fand Kopfrechnen für Mathe großartig. Also ich habe da noch eine Frage. Das Prinzip ist, dass man nach Zeit Aufgaben löst zu bestimmten Rechenarten. Also man kann beides machen. Man hat den einen Modus, den wir jetzt zum Schluss gespielt haben. Da ist keine Zeitbeschränkung. Da geht es eher darum, um diese Aufgaben mit Rechenvorteil auch wirklich gut lösen zu können. Weil 47 mal 13 kann ich auch schriftlich rechnen. Also ich kann natürlich das auch so, wie wir es auch gelernt haben, einfach erst die sozusagen die Einer und die Zehner multiplizieren, dann zusammen addieren, so wie es gemacht wird. Aber ich kann auch Rechenvorteile benutzen, so wie ich das immer mal euch eingeflüstert habe. Also zum Beispiel 10 mal etwas können wir ganz schnell rechnen, dann schnell zusammen addiert und das eine Mal dazu. Ein Blatt und ein Stift ist sehr hilfreich, weil tatsächlich ist mir das auch aufgefallen, dass ich häufiger mal die Zwischensumme vergessen habe. Und dann war mein Vorteil dahin und dann kann man sich schnell was aufschreiben und weitermachen. Und dieser Testmodus, der dient quasi dann zum Überprüfen des Wissens. Da läuft dann wirklich die Zeit mit und man kommt auch so unter Stress. Ich bin wirklich überrascht, wie mich das auch ein Stück sozusagen angesprochen hat, dann doch alles richtig zu machen. Ich meine, ich bin Mathelehrer. Kopfrechnen hat nichts mit Mathematik zu tun, aber ich fand das ganz komisch und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich stelle fest, dass ich mir wirklich alles aufschreiben muss. Ich muss mir die Zahlen immer aufschreiben, kurz angucken und dann kann ich anfangen, Vorteile zu finden und irgendwie zu rechnen. Also so zwischen Tür und Angel von einem Monitor mit Ton und so im Kopf geht leider gar nicht. Ja, ich glaube, das sind wir auch schon sehr aber stark. Dafür ist die App ja da, dass man das ein bisschen trainieren kann. Und deshalb habe ich von einem der Schulverlage von Cornelsen für euch noch eine schöne App mal heruntergeladen. Da habe ich mir ein Produkt schon geholt als Demo, weil ich wollte es erst einmal ausprobieren. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass man immer was ausprobieren kann. Und zwar ist das ein ganz anderes System. Und das hat mir gefallen. Das ist sowas wie so ein Karteikartenset. Kennst du das noch, Stefan oder Christiane? Habt ihr so gelernt?
mit so kleinen Karteikarten, wo Dinge draufstehen und hinten steht die Lösung? Habt ihr sowas mal gemacht? Also ich hatte sowas nie, aber ich kenne das Prinzip, ja. Mhm. Stefan? Ja, ich kenne das. Ich habe das auch sogar noch bei meinem Studium verwendet, wenn ich recherchiert habe. Also, naja, es ist so ähnlich. Ja, was heißt recherchiert? Also, du hast ja quasi Karteikarten gemacht, wo die wichtigsten Informationen drauf standen. Genau, genau. Und wie hast du recherchiert? Na, in der Bibliothek, in Büchern. Super, oder? Wahnsinn. Ja. Das kann man sich fast nicht mehr vorstellen, dass man wirklich in eine Bibliothek gehen musste. Heute hat man das alles am Computer, was aber auch ein bisschen schade ist, weil ich fand Bibliothek immer total interessant. Es ist mir immer auch was noch dazwischen gekommen, irgendein anderes interessantes Buch. Das passiert mir beim Google nicht so häufig. Aber hier ist das so. Pass auf, ich starte das mal. Und zwar bekomme ich so eine Lernkarteien. Da steht vorne die Aufgabe drauf und hinten die Lösung. Aber ich kann mir in Ruhe erstmal die Aufgabe sie versuchen zu lösen. Ich fange mal an, ja. Es geht um Umrechnen von Einheiten. Wandle 60 mm in Zentimeter um. Wie viel Zentimeter sind also 60 mm? 60 mm. Ist die Frage jetzt an uns? Ja, natürlich. 6 Zentimeter. Genau, jetzt kann ich die Karte umdrehen und jetzt kommt die Lösung. Und jetzt darf ich mich selbst einschätzen und das hat mir gut gefallen. Ich kann jetzt sagen, war das schwer oder leicht für mich und habe ich es auch richtig gewusst? Also ich kann einmal rot sagen, nicht gewusst. Das sind die Karteien, die mir dann immer wieder auch gebracht werden, bis ich sie besser kann. Und dann kann ich sagen, waren die eher schwer oder eher leicht für mich, sodass das System später mir ähnliche Aufgaben geben kann und mich voranzubringen. Das ist ziemlich schlau gemacht. Das war jetzt einfach. Wandle 500 Zentimeter in Meter um. 5. Zack. Stimmt. Ganz gut gemacht. Wandle 5 Stunden in Minuten um. Da sind wir wieder beim Kopfrechnen. Das sind 300. Soll ich prüfen? Das stimmt. Das sind 300 Minuten. War das auch so leicht wie eben oder musstest du ein Momentchen nachdenken? Nö, also das ist relativ einfach, weil ich muss ja nur 5 mal 60 rechnen. Also das ist besser als 48 mal 25. Okay, also ich sag mal gut, wandle 3 Euro in Cent um. Christiane, 3 Euro in Cent? Moment, 30, 300? Was jetzt? Warte. 1 Euro sind 100 Cent, 300. 300 Cent, genau. Und jetzt ist nämlich genau, du warst dir nicht ganz sicher. Jetzt würde ich sagen, ja, das war so okay. Und dann klicke ich halt okay und beim nächsten Mal kommt vielleicht die Karte nochmal und so weiter. Wandle 90 Minuten in Stunden um. Jetzt wieder Rechenvorteil. 1,5. Wow, das ging super. Da kann ich ihn sehr gut geben. 6000 Gramm in Kilogramm. 6. Oh. 6, ja, okay. Gut. Ja, also gerade Beträge, ne, die lassen sich noch ganz gut rechnen. Ja. Wandle 150 Cent in Euro um. 4 Aufgaben haben wir noch. 150. Also 1,50 Euro. Klappt super. Dann haben wir noch Wandle 355 Cent in Euro um. 3,55 Euro. Oh, ihr seid gut beim Einkaufen, seid ihr spitze. Wandle, beim Geld, das geht gut. Ja, das ist gut. Wandle 3 Kilogramm in Gramm. 3000. Yep, super. Und jetzt haben wir noch 25 Kilometer in Meter. 25.000. Stimmt, hat er auch sehr gut gemacht. Und 5 Minuten in Sekunden. Das sind 300 Sekunden. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen, sagt man. Und dann kriegt man eine Rückmeldung. Als Tagesergebnis stellt man zum Beispiel fest, also heute mit meinen Lernkarten, ich habe 12 habe ich sehr gut gemacht. Eine war gut und eine war so okay. Und jetzt kann ich quasi entweder alle Lernkarten wiederholen oder nicht. Das ist also ein ganz klassisches Trainingsformat. Aber der Computer kann eben auch zuschauen, in gewisser Weise mitschreiben, was du so gemacht hast. Und kann dir dann auch immer bessere Lernkarten vorspielen. Ich finde das ein schönes Prinzip. Ja? Thomas, da kam gerade eine Frage rein. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu diesem Mathe-Lernprogramm ist oder zu dem letzten. Es war auf jeden Fall die Frage, ob man da eine Schwierigkeitsstufe einstellen kann. Also hier bei dem Cornelsen kann man das machen.
Da kann man verschiedene Dinge machen. Erstens mal kann man, also Schwierigkeitsstufe würde ich so nicht sagen, sondern man kann quasi sein Buch auswählen. Die Bücher bekommen die Schüler ja von ihrem Lehrer, ne? Von ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer. Und die Bücher sind aber auch unterschiedlich ausgerichtet, ob ich nun auf einer Sekundarschule, wie man in Berlin sagt, oder auf dem Gymnasium bin. Und man hat auch viele Aufgaben drin. Was ich interessant finde, man kann also hier jetzt nicht sagen, das ist sozusagen widerspricht dem Lernkartensystem, dass ich will nur schwere Lernkarten, sondern ich entscheide ja selber, welche für mich schwer oder leicht waren. Aber ich kann erst mal trainieren, das ist nämlich, nennen die hier Langzeit, und ich kann dann aber eine Prüfung machen. Das heißt, ich kann dann auch unter Zeit eine Prüfung ablegen und kann sagen, okay, das habe ich jetzt geschafft. Das heißt, du kannst dir auch noch so ein Bienchen holen und über die einzelnen Bücher, das kann ich auch noch mal zeigen, muss ich, glaube ich, noch mal auf die Startseite gehen, die es hier zu finden gibt. Gibt es also Fokusmathematik, Fundamentals, Mathematik für das Gymnasium und so, findet man A, immer sein eigenes Buch, in dem Fall eben von Cornelsen, und dahinter steckt aber auch ein bisschen die Idee der Schwierigkeit. Aber ganz genau kann man es hier nicht einstellen. Und bei dem Kopfrechnen habe ich das auch nicht gesehen. Aha, okay, danke. Aber viele, viele Lern-Apps machen das. Also es gibt auch Lern-Apps, wo man Schwierigkeiten einstellen kann. Die Idee der Lernkarten ist aber so gebaut, dass das quasi nicht die Idee der Lernkarten ist. Ja? Sondern man ist sozusagen als Schüler, das ist ja das, was wir jetzt auch in dieser Zeit lernen, man ist selbst gefordert, sich gut selbst einzuschätzen. Habe ich gut gemacht. Ne? Selbst gefordert, selbst, also der Schüler ist gefordert, sich selbst gut einzuschätzen, und dadurch kann das System dann entscheiden, was gelernt wird und was nicht gelernt wird. Ja? Okay, wir sind schon ganz schön weit gekommen. Jetzt wird es richtig funny und jetzt brauche ich euch wirklich. Ja? Jetzt brauche ich eure Weltenbummler-Qualitäten. Ich habe eine App, die habe ich zuerst überhaupt nicht verstanden. Da bin ich wahrscheinlich zu wenig unterwegs in der Welt. Ich starte die mal. Den Namen wollte ich noch vorlesen, den habe ich nämlich hier jetzt nicht, den kann man jetzt nicht sofort sehen. Ach nee, die wollte ich noch gar nicht. Wir sind so langsam. Das ist der Weltatlas. Das ist ein Weltatlas. Braucht den noch jemand? Habe ich erst gedacht. Ne? Also braucht noch irgendjemand einen Weltatlas, wo ich doch die Maps-Dienste habe von Bing und Co. Aber guckt mal, ihr könnt es jetzt nicht alle sehen, aber man kann hier ganz wunderbar Dinge entdecken, die eben so ein Atlas beinhaltet. Auch ihr habt wahrscheinlich noch einen klassischen Atlas gehabt, die man aber sonst nicht hat. Ich gehe mal nach Albanien. Und jetzt kann ich nämlich hier viel mehr sehen als auf so einer Karte. Ich kann ihn natürlich auch vergrößern und auch wieder kleiner machen. Aber ich kann mir Daten zu dem Land anschauen. Und was ich interessant finde, dass das, also die Bevölkerungsentwicklung ist relativ stabil. Gucken wir mal nach dem Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt. Ah, das sind leider keine Daten für diese Version. Da das ist ja oft so, dass man nur einige Daten bekommt. Ich kann mir dann noch die Lage genau angucken auf dem Globus. Also man sieht wirklich ganz schön, wie ich hier finde, den Globus, und kann sich dann auch die Flagge von Albanien anschauen. Wisst ihr, wie die aussieht? Zufällig? Gerade nicht. Gerade nicht. Sind quasi wie von so zwei... Von Albanien. Von Albanien. Ach ja, ja, ich lese. Hier, du hast ja es schon vor dir, ne? Ja. Finde ich ganz toll. Und so kann man sich durch alle Länder... Sagt mir doch mal ein abgefahrenes Land. Jordanien. 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 Habe ich? Okay, wie sieht die Flagge aus? Du warst schon dort? Sie ist grün, weiß, rot. Es gibt da so ein Dreieck. Ich muss jetzt versuchen, aus dem Kopf zu konstruieren. Und es gibt noch einen Stern, genau, glaube ich. Fast richtig. Also grün, weiß, schwarz sind die Streifen. Das Dreieck ist rot. Mhm. Und es ist wirklich ein weißer Stern drauf. Ja. Wir können uns mal gucken, wo sich Jordanien befindet. Weißt du die Hauptstadt, wie sie heißt? Amman. Warte, gucken wir nach. Stimmt, Hauptstadt Amman. Wow, Christiane. 5 Punkte. Wow, du warst also wirklich dort. Was man schön sehen kann, Bevölkerungswachstum enorm. Tatsächlich von 1970 geht das hier los bis zum Jahr 2000. Ich würde sagen verdreifacht.
Also das ist nicht unbedingt die allerbeste Entwicklung immer. Kommt hier natürlich darauf an, wie sich das Land sonst auch entwickelt. Und die Lage, sag uns mal, wo sich das befindet. Nahosten. Nahosten, genau. Also, ich hab hier die Karte und jetzt kann ich hier reingehen. Aber jetzt bin ich natürlich vorbeigerutscht. Warte, ich habe es nicht richtig gemacht. Jordanien. Die Lage wollten wir uns nochmal anschauen. Und jetzt muss ich hier das größer machen. Und dann sieht man, das ist so ein bisschen eingequetscht zwischen ein paar anderen Ländern, hat einen ganz kleinen Zufluss zum Zugang zum Toten Meer, aber nur so ganz klein, wenn ich das richtig sehe. Und Nachbarländer haben wir dann Saudi-Arabien, klar. Ne? Wir haben Ägypten, wir haben Israel und wir haben Syrien und den Irak. Also so ein bisschen eingequetscht und ein ganz kleiner Zugang, wenn ich das richtig sehe, zum Toten Meer. Das ist dieses Schmale, ne? Ja. Ich muss dich nur korrigieren, Ägypten ist nicht direkt ein Nachbarstaat. Saudi-Arabien? Ah, das stimmt, Ägypten, da ist, du hast da recht. Da liegt Israel dazwischen. Ja, das stimmt, das habe ich... Eilat. Das habe ich nicht ganz genau gesehen, aber man merkt schon, ihr seid wirkliche Weltenbummler. Deshalb verlasse ich diese App. Ich finde so einen Atlas eigentlich ganz schön, auch in der Hand. Aber ich glaube, für junge Leute ist am Ende der digitale Atlas doch eine ganz tolle Bereicherung. Man erfährt viel mehr als einfach nur auf so einem Map-Dienst. Klar, für die Navigation ist es nicht das Richtige. Wer will schon auf dem Atlas spazieren fahren? Und deshalb machen wir es jetzt lustig. Das wollte ich vorhin schon machen. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Und zwar habe ich hier diese wunderbare App Pinpoint. Passt auf. Sie lädt. Pinpoint. Ich würde gern Städte mit euch spielen. Ich mache nur ein einfach. Und jetzt geht das so. Da unten habe ich so ein kleines Monster, das sagt, gleich geht's los. Und jetzt werden mir Städte vorgeschlagen und ich soll drauf zeigen, wo die sich befinden. Hongkong. Wo befindet sich Hongkong? Wie soll man dir das jetzt erklären? Na, ihr könnt mir ein bisschen helfen. Wo? Ungefähr. In Asien. Das ist eine kleine Insel, nicht weit von China. Ja, jetzt habe ich daneben geklickt. Los, helft mir. San Francisco. Westküste USA. Irgendwo die Bucht da. Von San Francisco. Ja, war ich zu weit entfernt, habe ich nicht weit genug nach oben geklickt. Dubai. Vereinigte Arabische Emirate, direkt am arabischen oder persischen Golf, kommt auf die Sichtweise an. Wo ist das? Keine Ahnung. Neben Israel, neben Ägypten, unter? Neben Saudi-Arabien. Ah, da. Oh, das war falsch. Warte. Vollkommen falsch. Ich sag ja, Mumbai. Sag mir, was ist Mumbai, verdammt? Indien. Indien, ehemals Bombay. Okay, warte. Mitten in Indien oder wo? Im Westen. Ziemlich weit unten im Westen, würde ich sagen. Warte. War gar nicht so schlecht. Neu-Delhi. Auch Indien. Wieder Indien, aber im Norden eher. Im Norden, so mittendrin da fast, mittendrin. Oder? Zack, zack, zack. Da habe ich viele Punkte bekommen. Da lag ich immer noch daneben. Dallas. USA. Ich habe daneben geklickt. Okay, das habe ich schlecht gemacht. Los Angeles. Auch wieder USA, Westküste. Südlich von San Francisco, das hattest du ja schon. Hollywood wird mir angezeigt als Bild. Na, das ist relativ gut. Ja, da lag ich sehr, sehr gut. Sao Paulo. Brasilien. Ostküste. Brasilien, ist das hier oben? Weit oben oder weit unten? Schnell. Ostküste, ja, unteres Mitte. Drittel. Mitte, ja. Ihr seid doch die Weltenbummer, war ich nicht schlecht. München! Wo liegt München? Süddeutschland. Oh, da habe ich viel bekommen, glaube ich. Ja, viele Punkte, aber auch nicht ganz genau getroffen. Taipei, was ist das denn, verdammt? Das ist Taipei? Taipei. Das ist doch, sag schon. Taiwan? Taiwan, genau. Die Hauptstadt. Okay, Kinder, soll ich was sagen? Ich bin ganz hinten. Ja.
Ich bin so weit hinten. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass das so schwierig ist. Und ich bin natürlich jetzt auch hier im Studium. Das spiegelt ganz ein bisschen und so. Aber ich finde das total witzig. Und man kann das jetzt mit Ländern spielen, mit Städten und mit Flaggen und auch noch interessanten Orten. Ich finde, das ist eine wunderbare Unterhaltung, die man haben kann, die auch gerne mal der Geografieunterricht mit sich bringen kann. Ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr putzig. Und bevor wir zum schnödesten App heute kommen, die können wir vielleicht noch schnell machen. Darf ich noch mal kurz zwischenfragen zu dieser App, die wir eben hatten? Ja. Also das heißt, ich kann nach Städten, ich kann den Städtemodus spielen, ich kann den Ländermodus spielen. Was kann ich noch einstellen? Also nach welchen Kriterien kann ich sozusagen... Warte, da muss ich sie noch mal aufmachen. Da war ich jetzt... Ja, das können wir machen. Ich sehe schon, wir schaffen nicht alle. Machen wir mal. Also ich kann nach Ländern spielen. Ich kann nach Flaggen spielen. Das werde ich überhaupt nicht schaffen. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Nach Städten und nach Point of Interest, also interessanten, wahrscheinlich sowas wie Disneyland und Taj Mahal und solche Sachen. Mhm. Das würde ich vielleicht noch, aber die lokal, also sozusagen wirklich zu wissen, wo die sind, finde ich Wahnsinn. Man kann sogar Multiplayer machen, also man kann auch mal am Wochenende oder am Abend zusammen in der Familie die nur nicht besuchten Urlaubsziele durchspielen oder die man sich alle schon mal auf die Liste nach der Corona-Pandemie schreibt. Ich finde, das ist mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Ich war erst verwirrt, weil ich es nicht genau gecheckt habe, wie es eigentlich geht. Es liegt vielleicht an mir, weil ich nicht so viel spiele. Aber ich fand es total Wahnsinn. Und es macht echt Spaß. Es ist fast wie Stadt, Land, Fluss, aber da verliere ich auch jedes Mal. Okay, gibt es noch Fragen? Also es hat auf jeden Fall einen sehr spielerischen Charakter. Das betrifft auch einen Teil der anderen Apps, die du heute vorgestellt hast. Das heißt, es sollte nicht so schwer sein, Kinder, die vielleicht bestimmte Themen trainieren, sollen an die Geräte zu bringen und das denen nahezulegen, doch damit vielleicht ein bisschen ihr Wissen aufzubessern oder ihre Fähigkeiten. Also das würde ich auch sagen, das ist wirklich ganz wunderbar. Für euch habe ich jetzt hier noch was ganz Tolles. Ne? Also ich bin jetzt... Feuer und Flamme. Ah, Stefan! Der Stefan, da hat er jetzt langsam hier Lust bekommen auf das Spiel. Ich habe noch ganz viele Apps. Ich will nur mal ganz kurz, wenn die Regie noch mal hier rauf geht, ein bisschen zeigen, was ich alles noch habe. Ich habe noch eine ganze Menge zum Thema unseres Körpers vorbereitet. Ich habe hier tatsächlich, könnte man in die Lunge gucken und so weiter. Und ich habe mit, wie heißt die? Kitu. Ich weiß nicht, ob ich das richtig spreche. Habe ich eine ebenfalls total witzige App mit ganz vielen Spielen zwischendurch. Aber dafür haben wir jetzt die Zeit nicht mehr. Das macht aber auch gar nichts. Ich glaube, was wir heute gelernt haben, ist, dass es in den Stores der verschiedenen Anbieter, wir waren jetzt hier im Microsoft Education Bereich unterwegs, eine ganze Menge von wunderschönen Apps gibt, die einerseits tatsächlich Lernen mit viel Freude verbinden, oftmals aber auch einen guten Hintergrund haben. Schulverlage sind aktiv und bieten dort immer mehr ganz tolle Angebote an. Aber der Spaß kommt auch nicht zu kurz. Ob man tatsächlich Klavier lernen kann, also ich ganz sicher so nicht. Christiane kann vielleicht die Blockflöte auspacken und damit ein bisschen weitermachen. Ich verabschiede mich von meinen Gästen. Tschüss! Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank für die Einführung. Ja, macht noch ein bisschen Kopfrechnen. Wir sehen uns wieder, das kann ich schon ankündigen. Mit euch macht das richtig viel Spaß. Ihr habt die richtigen Ideen und ihr verbessert euch im Kopfrechnen. Ich bin mir sicher, wenn wir das nächste Mal Kopfrechnen als Aufwärmung machen, da sind wir ganz weit vorne. Ich verabschiede mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war unsere Sendung. Welche Apps kann man denn so im pädagogischen Alltag hineinnehmen? Es gibt unendlich viele Sammlungen von Apps. Geben Sie einfach im Browser in der Suchmaschine Ihrer Wahl ein. Apps und Bildung, da werden Sie quasi überschüttet. Schauen Sie sich die Rezensionen an. Wählen Sie das, was zu Ihnen passt. Wir wollten Ihnen eigentlich nur ein bisschen Mut machen, verschiedene Apps zu benutzen. Und so wie Stefan bin ich jetzt auch Feuer und Flamme. Vielen Dank fürs Zuhören.